Küssen ist gesund und frisch geknutscht, fährt man sogar sicherer Auto. Wie man weltweit küsst, wie zum Beispiel diese beiden hier, und weitere spannende Fakten, das erfahren Sie in unserem Speedwissen. Mia macht sich gerade fertig für das alles entscheidende Date. Und Finn wartet schon gespannt vor der Tür. Werden sich die zwei heute endlich zum ersten Mal küssen? Und wie funktioniert der überhaupt, der perfekte Kuss? Einer Freundin wirft man ja gerne noch schnell einen Handkuss zu. Aber wie begrüßt man einen Mann, den man toll findet? Immer gut, zwei Küsschen mit geschlossenen Lippen. Bei uns ist der Wangenkuss Standard. 70% der Männer und Frauen begrüßen sich untereinander mit Küsschen, Küsschen. In südländischen Kulturen tun das aber auch die Männer untereinander. Andere Länder, andere Sitten. Was bei uns der Wangenkuss ist, ist bei den Inuit der Nasenkuss. Sie reiben zur Begrüßung ihre Nasenspitzen aneinander. Eine mögliche Erklärung: Durch die extreme Kälte ist in der Regel das Gesicht so vermummt, dass nur noch die Nasen Körperkontakt zulassen. Auch die Maori in Neuseeland drücken ihre Nasen zur Begrüßung aneinander. Allerdings, um den Atem des anderen zu spüren. Weg vom Begrüßungsküsschen, hin zum richtigen Kuss. Wir tun es rund 110.000 Mal, fast 80 Tage unseres Lebens. Scheinbar nicht genug. Die Franzosen küssen doppelt so viel wie wir. Ganze 6 Mal am Tag. Und laut einer Umfrage halten 85% der Deutschen die Franzosen auch für die besten Küsser. Auf Platz 2 die Italiener mit 81%. Sind wir Deutschen denn wirklich so schlecht im Küssen? Tatsächlich, der Deutsche liegt auf dem Abstiegsplatz der Euro-Kussliga. Aber wir küssen trotzdem gern. Und deutlich länger als noch vor 30 Jahren. Dauerte damals ein Zungenkuss im Schnitt gerade mal 5 Sekunden, investieren wir heute gut und gerne 12 Sekunden. Aber wie ist der Kuss überhaupt entstanden? Laut einer Theorie kommt er vom Füttern der Nachkommen. So wie ein Vogel seine Küken füttert, kauten früher auch Mütter ihren Kindern das Essen vor. Aus dieser Kussfütterung entwickelte sich das Küssen, wie wir es heute kennen. Aber hätten Sie gedacht, dass bei einem leidenschaftlichen Zungenkuss 60 Milliliter Speichel den Besitzer wechseln? Das entspricht etwa einer Espresso-Tasse. Dabei tauschen wir auch 80 Millionen Bakterien aus. Klingt eklig, ist aber gut, da die unsere Abwehrkräfte stärken. 12 Kalorien verbrauchen aktive Küsser während 3 Minuten Knutschen. Um ein Stück Kuchen zu verbrennen, müsste sich unser Pärchen allerdings eine halbe Stunde küssen. Alles in allem, Küssen ist richtig gesund. Wer küsst, verlängert seine Lebenszeit um bis zu 5 Jahre. Achtung, Kollisionsgefahr. Wenn wir uns küssen wollen, kann schon mal Nase auf Nase prallen. Der Grund: So wie wir uns schon im Mutterleib zu Rechts- und Linkshändern entwickeln, entscheidet sich auch dort, wie wir unseren Kopf beim Küssen neigen. 66% der Menschen sind Rechtsneiger. Dabei schließen Frauen meistens ihre Augen. Anders die Männer. Rund die Hälfte hält die Augen offen und sieht lieber in das Gesicht der Partnerin. Wenn man sich dann traut, kann dieser erste Kuss so sehr erregen, dass er Lust auf mehr macht. Aber was macht ihn so bedeutungsvoll? Er ist der Startschuss für Zukunftsfantasien. Für sie entscheidet der erste Kuss über die längerfristige Zukunft der beiden. Also über die Frage, hat er das Potenzial zum Mann fürs Leben? Männer dagegen versprechen sich vom ersten Kuss eher eine Einladung zu mehr. Und damit denken sie gar nicht so falsch, denn Küssen wirkt sexuell stimulierend auf beide Geschlechter. Jedes zweite Date führt zum ersten Kuss. Und damit der auch ein voller Erfolg wird, sollten Männer wissen,
Die Mehrheit der Frauen liebt es, auch am Hals geküsst zu werden. Sie hingegen zeigt sich bei ihm von ihrer besten Seite, wenn sie ihm vorsichtig an der Unterlippe knabbert. Und wenn es dann endlich zum lang ersehnten ersten Kuss kommt, erhöht sich der Pulsschlag. Die Atmung beschleunigt sich und Glückshormone strömen durch den Körper. Und das ist er also. Der perfekte Kuss. Es ist schlicht der allererste Kuss. Denn er entscheidet für 66% der Frauen darüber, ob sie mit ihm eine Zukunft haben will. Für Mia und Finn wird es wohl nicht der letzte gewesen sein. Und Küssen hat noch einen weiteren Vorteil. Es erhöht unseren Adrenalinspiegel und damit auch die Aufmerksamkeit. Wer frisch geküsst ins Auto steigt, fährt erwiesenermaßen weniger aggressiv und verursacht auch weniger Unfälle. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir haben da etwas, das könnte euch richtig interessieren. Wenn ihr es wissen wollt, dann klickt hier drauf oder geht auf galileo.tv.